Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Schön, dass ihr auch diesmal mit dabei seid, wenn wir mit einiger Verspätung endlich den Lesemonat Januar besprechen. Ich habe 4 Bücher geschafft und ich möchte natürlich sehr gern mit euch drüber sprechen. Also, wenn ihr Bock habt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Vielleicht könnt ihr es noch hören, mich hat es ein bisschen erwischt, aber ich dachte mir, wenn jetzt Arbeiten wieder klappt, dann können wir ja wohl auch ganz sicher über mein liebstes Hobby, das Lesen, sprechen. Und dann können wir uns ja auch endlich dem Lesemonat Januar widmen. Das hat ja schon wieder viel zu lange gedauert, dass ich dazu komme, euch meine Bücher aus dem Januar vorzustellen. Aber ich musste auch vorher noch die Neuzugänge vom Dezember und Januar abfilmen, denn einige dieser Bücher habe ich direkt weggehapst und deswegen wäre das irgendwie ein komischer Spoiler gewesen. Und deshalb musste ich ein bisschen in der Reihenfolge tricksen und ja, jetzt sind wir spät dran, aber es macht ja nichts. Besser spät als nie, oder wie heißt es so schön? Ich hoffe, dass euch trotzdem das ein oder andere Buch noch Spaß bereitet und dass ihr eventuell beim ein oder anderen Buch auch gerne meine Meinung hören wollt. Und deswegen quatschen wir gar nicht lange weiter rum, sondern legen direkt los mit dem ersten Buch. Und zwar habe ich als erstes hier This Charming Man von C.K. Macdonald. Das ist der zweite Band von der Serie um The Stranger Times, die Redaktion der Stranger Times, die sich mit übersinnlichen Phänomenen beschäftigt. Und das Buch habe ich mir sofort geschnappt, als ich es zu Weihnachten bekommen habe. Und habe eigentlich sofort angefangen, darin zu lesen. Ich hatte es auch auf meine 24 Bücher für 2024 Liste gepackt, weil ich einfach richtig Bock hatte, das Buch zu lesen und weil ich einfach, dadurch, dass das erste Buch davon so unverhofft auf meiner Highlight-Liste gelandet ist, ich einfach wusste, dass ich das vermutlich auch sehr lieben würde. Kurz nochmal, worum es geht. Also wir begleiten in den Büchern um The Stranger Times Hannah. Hannah ist eine Frau, die bisher noch kaum Sorgen in ihrem Leben hatte. Sie war verheiratet mit einem sehr wohlhabenden Mann, ein gut situierter Geschäftsmann, der sie allerdings in ihrer Ehe betrogen hat. Und dann hat sie ihn verlassen und sich von ihm scheiden lassen. Und da hatte sie im ersten Band gerade diese Trennung hinter sich und war auf der Suche nach einem Job, da sie das ungefähr erste Mal in ihrem Leben jetzt so richtig mal einen Job brauchte und ja, mit sich selber irgendwie klarkommen musste und auch ihr Leben irgendwie bestreiten musste, ohne die finanziellen Mittel von ihrem Mann bisher. Und dann hat sie unverhofft ein Vorstellungsgespräch bei der Stranger Times und landet dann in dieser seltsamen Redaktion, wo es darum geht, sich mit unerklärlichen Phänomenen zu beschäftigen, denn in dieser Wochenzeitung The Stranger Times geht es um genau diese Dinge, um Geister, um wirklich unerklärliche Phänomene, und sie hat damit wirklich vielen Kollegen zu tun, die sie am Anfang eigentlich auch für verrückt hält. Aber im Laufe der Zeit wächst dieses ganze Team sehr zusammen. Und im ersten Band begleitet man eben Hannah auf ihrer verrückten Reise mit dieser Redaktion. Und Hannah muss auch sehr schnell lernen, dass das, was die Stranger Times so berichtet, gar nicht mal so abstrus ist, sondern dass es sehr viele Dinge, die dort beschrieben werden, auch wirklich gibt. Und das Buch hat mich unfassbar begeistert, der erste Band. Deswegen habe ich meinem Mann auf meine Wunschliste dieses Buch geschrieben. Er hat es mir direkt geschenkt. Und das ist jetzt der zweite Teil. Und wie man unschwer an diesem Sarg hier auf dem Cover erkennen kann, geht es in diesem Buch um Vampire. Und das Spannende ist, dass auch nach den Wesen, die im ersten Band quasi auftauchen, das Thema Vampire eigentlich gar nicht möglich sein kann. Also wirklich alle in der Welt des Übersinnlichen sozusagen sind der Meinung, es gibt keine Vampire, aber in diesem Buch tauchen jetzt Vampire auf und alle, wirklich alle, fragen sich, wie das eigentlich sein kann. Und das ist kurz zusammengefasst, ohne viel spoilern zu wollen, der Inhalt dieses Buches. Und es ist eine sehr, sehr interessante Reise, die wir da antreten, um rauszukriegen, warum jetzt auf einmal Vampire doch irgendwie existieren und was das eigentlich soll. Und das ist tatsächlich wieder mal super gut gelungen, dass ich in diesem Buch einfach super oft lachen musste, dass ich einfach super gerne diesen Charakteren begegnet bin, dass ich einfach richtig Spaß hatte, in dieser Redaktion wieder zu sein. Man hat halt alle Geschichten aus dem ersten Band so ein bisschen weiter verfolgen können.
Und es hat mir einfach wieder super viel Spaß gemacht. Ich bin immer noch hyped. Das ist eine super coole Serie. Ich finde das einfach nur cool. Und ich habe auch diesem Buch 5 Sterne gegeben. Für mich absolute Highlight-Bücher. Es ist was ganz anderes, was Besonderes. Man hat Spaß beim Lesen. Es geht gar nicht immer nur um die Geschichte. Der Schreibstil ist einfach mega und ich feiere es einfach unnötig doll. Das zweite Buch, was auf meine Leseliste gewandert ist, weil es auf der 24 für 2024 Liste steht, ist A Psalm of Storms and Silence, die Magie von Solstatia, Band 2 von Roseanne A. Brown. Das habe ich auf die 24 für 2024 Liste gehauen, weil ich wusste, dass das Ende einer Dilogie ist und ich wollte gerne eine Reihe beenden und bei diesem Buch wusste ich, okay, wenn ich das lese, dann habe ich auch eine Reihe beendet und ich wollte auch gerne wissen, wie es weitergeht bzw. wie das Ganze endet. Hier geht es um Malik und Karina, die treffen sich im ersten Band, weil sie alle sich versammeln zum Solstasia-Fest. Das ist ein Fest, das alle aus dem Land quasi anzieht und das alle zusammen feiern. Und es geht im ersten Band eben darum, dass Malik eben zu Solstasia quasi anreist und dass dann seine Schwester von einem bösartigen Dämon entführt wird und ihm aufträgt, wenn er seine Schwester retten will, dann muss er die Prinzessin töten. Die Prinzessin auf der anderen Seite ist Karina, die im Laufe des Buches so ziemlich alles verliert, was sie hat. Es betrifft ein großes Unglück ihre Familie und um das wieder auszubügeln, muss sie wiederum Malik umbringen. Und das ist sozusagen so dieser Konflikt, der im ersten Buch herrscht, dass die beiden auf zwei verschiedenen Seiten stehen, sich aber eigentlich recht gut verstehen bzw. sich unter anderen Umständen vielleicht sogar näher gekommen wären, aber es funktioniert unter diesen Umständen natürlich nicht und man ist im ersten Band sehr damit beschäftigt, wie das Ganze dann aufgelöst werden kann. Und im zweiten Band geht es eben weiter mit den beiden und ich möchte natürlich jetzt nicht spoilern, was im ersten Band passiert ist, deswegen kann ich nicht viel zum zweiten Band sagen, aber wir erfahren eben, was aus den beiden am Ende wurde. Und es gibt eben auch viele, viele Hintergrundinformationen, die man im ersten Band noch nicht so sehr hatte, um die ganze Geschichte noch besser zu verstehen. Und das ist tatsächlich für mich eine gute Weiterführung gewesen. Ich habe das Gefühl, dass mir das Buch sogar in Teilen besser gefallen hat als der erste Band. Aber was mich auch tatsächlich etwas verwirrt, ist, dass ich beim Ende des Buches das Gefühl hatte, es ist noch gar nicht zu Ende. Ich hatte dann kurz den Gedanken, ob ich mich vertan habe, dass es keine Dilogie ist, sondern dass jetzt noch ein dritter Band folgt. Falls ihr da Informationen habt, lasst mich doch sehr gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das seht oder ob ihr da irgendwie Informationen für mich habt. Das fand ich sehr spannend. Also das Ende wiederum ist jetzt für mich kein abgeschlossenes Ende-Ende, sondern da könnte man, wenn man wüsste, da kommt noch ein Band, das sozusagen so als kleinen Anstupser für den nächsten Band so verstehen. Aber ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr da mehr Infos habt. An sich fand ich das Buch solide, also ich mochte es gern. Ich habe den ersten Band auch gern gelesen, war aber kein Highlight für mich. Das ist bei diesem Buch auch so. Ich habe das gut gefunden, aber trotzdem sind mir die beiden immer noch nicht so nahe gekommen wie andere Protagonisten aus anderen Büchern. In diesem Buch habe ich sie aber besser verstanden als im ersten Band. Und ich hatte auch weniger Schwierigkeiten, in diese Welt mich reinzufinden. Das war ja beim ersten Band schon ein Problem für mich, dass ich so ein bisschen in dieses afrikanische Setting mich irgendwie reinarbeiten musste. Das ist mir in diesem Band dann schon viel leichter gefallen. Von daher, das hat alles gepasst. Am Ende waren es bei mir 3,5 Sterne für dieses Buch. Also ein gutes Buch, kann ich weiterempfehlen, wenn ihr Lust auf dieses Setting habt und ein bisschen eine magische Geschichte. Dann ist das Buch auf jeden Fall was für euch. Dann hatte ich noch ein Buch aus dem Dezember mit rübergebracht. Ich hatte im Dezember dieses Buch auf meine Leseliste bekommen, da ich Rido Würfeln gezogen habe und habe dann bei Rido eben per Zufallsgenerator in der App dieses Buch ausgespuckt bekommen.
Und ich habe mich gefreut, denn Lena Kiefer mag ich als Autorin sehr gerne. Ich habe ihre Ophelia Scale-Reihe verschlungen. Ich fand die mega. Auch Westwell, den ersten Band, habe ich gelesen, fand ich sehr gut. Für ein Romance-Buch, was ja gar nicht so mein Metier ist, fand ich es wirklich gut, konnte ich gut lesen. Und jetzt war ich mal gespannt, was hier mit Knights mich erwartet. Denn die Mischung finde ich schon ein bisschen wild, muss ich sagen. Wir haben hier die Protagonistin Charlotte. Oder Charlotte. Und die ist 18 Jahre alt und hat eine bestimmte Gabe, für die sie aber, oder die sie aber sehr gerne geheim halten möchte, weil sie weiß, dass wenn jemand das rauskriegt, dass sie eine bestimmte Fähigkeit hat, dann wird sie wieder gejagt und jemand könnte auch versuchen, diese Gabe für etwas, ja, Böses zu benutzen. Sie arbeitet in einem Pub oder in einer Kneipe, sag ich mal, und dann kommen eines Abends zwei Gäste rein, bei denen sie direkt merkt, okay, die beiden haben auch eine besondere Fähigkeit, und bei dem einen von beiden hat sie auch das Gefühl, dass das quasi eine total tiefe Verbindung ist und dass sie mit dieser Person einfach eine sehr große Macht verbindet, eine große Liebe vielleicht auch verbindet, dass die beiden irgendwie mit dem Schicksal so zusammenhängen. Und sie versucht wirklich alles, um das ein wenig zu vergessen und das zu ignorieren, aber der eine von beiden wird dann draußen vor der Bar entführt. Und dann nimmt so ein bisschen das Unheil seinen Lauf, denn auch Charlotte wird dann im Laufe der Zeit immer häufiger Ziel von Entführungsversuchen, und sie hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Personen, die sie jagen, auf jeden Fall sehr böse sind. Sie kann mit ihrer Gabe so ein bisschen erahnen, was andere Leute so für Absichten haben, und bei denen ist es wirklich, ja, als ob die komplett so von Schwärze durchsetzt sind, und sie weiß, dass sie um jeden Preis von diesen Menschen weg muss, und sie wird dann tatsächlich auch bei einem Entführungsversuch sozusagen gerettet, und zwar von der Person, mit der sie diese tiefe Verbindung fühlt, und dem seinem Team. Und dann wird sie quasi mitgenommen von denen in das Hauptquartier der Knights. Das sind die Nachfahren der Ritter der Tafelrunde, die alle verschiedene Fähigkeiten haben und so ein bisschen geheimagentenmäßig, sage ich mal, versuchen, die Geschicke der Welt positiv zu lenken. Durch ihre Fähigkeiten können sie quasi sehen, wenn zum Beispiel Politiker irgendwie gefährlich ins Böse abdriften, können sie versuchen, die positiv zu beeinflussen und so. Es ist so eine Geheimorganisation, sage ich mal, die auf diesen Ritter der Tafelrunde beruht und aus deren Nachfahren besteht. So, für Charlotte ist es jetzt aber ganz schlimm, da zu sein, weil sie schon mal mit dieser Organisation auch Erfahrungen gemacht hat, die nicht positiv waren, und deswegen ist sie jetzt in so einem Zwiespalt, soll sie den Leuten vertrauen oder nicht, und was passiert, wenn sie das nicht tut, wird sie dann direkt von diesen dunklen Mächten irgendwie wieder aufgegriffen, was ist da los? Sie hatte auch vorher bei ihrem Bruder gewohnt, der ist jetzt auch verschwunden, also es ist ein riesengroßes Kuddelmuddel, und sie versucht jetzt quasi ihren Weg da zu finden, und man erfährt dann über den Lauf der Zeit halt, wie dieser ganze Geheimbund wirklich funktioniert, wer jetzt vermeintlich zu den Guten gehört, wer zu den Bösen, ob sie selber auch quasi mit den Kräften, die sie hat, irgendwie in dieses Konstrukt reingehört und was das alles eigentlich soll. Und ich habe es mal wieder wirklich gut gefunden. Lena Kiefer kann einfach richtig, richtig gut schreiben. Ihr Schreibstil ist einfach so locker leicht, da kommt man so gut durch, und es ist einfach richtig einfach geschrieben und trotzdem spannend. Also das ist einfach geschrieben, aber deswegen trotzdem nicht anspruchslos, sage ich mal. Das ist eine gute Art und Weise, quasi zu schreiben, und ich liebe es sehr. Und es hat mir sehr gut gefallen, wobei ich da dann doch sagen muss, dass diese ganze Thematik mit den Rittern der Tafelrunde und dieser Vermischung mit der heutigen Zeit jetzt nicht so ganz krass meins war. Bei Ophelia Scale fand ich diese Verbindung zwischen der heutigen Welt und so einer Technologie, oder beziehungsweise fand ich die Zukunft, in der die Technologie quasi alles übernimmt, aber dann verboten wird, irgendwie einfacher nachzuvollziehen als jetzt so eine, ja, Zaubergeschichte, die halt mehr so mit Magie oder halt so Fähigkeiten zu tun hat. Das finde ich schwerer
zu verpacken irgendwie. Ich glaube, es liegt aber wirklich, also ich liebe ja Fantasy-Bücher, deswegen ist es ja gar nicht das Thema, dass jetzt jemand da irgendwelche Fähigkeiten hat, sondern irgendwie dieses Thema mit der Tafelrunde, das tut irgendwie nicht so viel für mich. Und trotzdem habe ich dem Buch 4 Sterne gegeben. So gut ist es also geschrieben. Es hat nur einen Punktabzug wegen dieser Ritter-Thematik gegeben. Und dieser Cliffhanger am Ende ist schon wieder fies. Also ich muss ganz dringend den nächsten Band anfangen zu lesen. Dann kam im Januar irgendwann der Moment, wo ich meine Leseliste komplett über Bord geworfen habe, weil ich mir dieses Schätzchen hier gekauft habe und einfach wusste, ich möchte es dann jetzt auch sofort lesen. The Struggle is real, Leute. Ich habe Iron Flame von Rebecca Yarros beendet, der zweite Band von der Fourth Wing-Reihe. Der ist im Dezember rausgekommen. Ich hatte ihn mir zu Weihnachten gewünscht, nicht bekommen, dann selber gekauft. Dann nahm das Drama natürlich seinen Lauf. Ich hatte das Buch zu Hause. Was soll mich dann noch davon abhalten, das zu lesen? Also habe ich das auch direkt gemacht. Nochmal kurz zur Zusammenfassung, was wir überhaupt hier für eine Welt haben. In Fourth Wing, dem ersten Band, begleiten wir Violet. Violet soll an dem Bisguith War College aufgenommen werden. Ihr ganzes Leben lang hat sie gedacht, sie würde eine Schriftgelehrte werden und in den Quadranten des Colleges wandern, wo man sich quasi mit den alten Schriften beschäftigt. Und sie hat sich auch ihr Leben lang nur auf diese Karriere vorbereitet. Aber ihre Mutter hat was anderes für sie im Sinn und lässt sie dann antreten bei den Drachenreitern. Und das ist sehr gefährlich, denn dieser Weg, Drachenreiterin zu werden, ist an sich schon sehr gefährlich. Es sterben bei der Ausbildung wirklich viele, viele Schüler und Kadetten, die da hingehen. Und sie hat aber ihr Leben lang nicht mal dafür trainiert, was andere, die Drachenreiter werden wollen, teilweise ihr ganzes Leben lang tun. Und sie hat gleichzeitig noch eine seltene Krankheit, die sie auch ein bisschen körperlich schwächer macht. Also ihre Gelenke sind sehr leicht. Gehen sehr leicht mal aus den Fugen, sage ich mal. Deswegen ist sie körperlich auch gar nicht so auf Kämpfe oder große körperliche Anstrengungen wie Klettern oder Rennen oder so ausgerichtet. Und für sie ist das halt am Anfang eine riesige Katastrophe, dass sie in diesen Drachenreiterquadranten kommt. Und das ist für sie natürlich auch schwierig zu ertragen, dass ausgerechnet ihre Mutter sie quasi in den sicheren Tod schickt. Und es ist einfach für sie eine schwierige Sache. Sie trifft dann auch auf dem Weg zu ihrer Aufnahme als Drachenreiterin, trifft sie auch direkt auf verschiedene Personen, die ihr gar nicht gut gewillt sind, ihr gegenüber nicht unbedingt positiv gestimmt sind. Zum Beispiel Zayden, es wird ihr späterer Schwarmführer und der hat tatsächlich gar kein gutes Haar an ihr gelassen und ist irgendwie direkt gegen sie. Aber die beiden haben auch so eine Anziehung, die sie auch irgendwie nicht verleugnen können. Und ja, so nimmt das Ganze dann im ersten Band seinen Lauf, dass wir mitkriegen, wie Violet halt zur Drachenreiterin wird, wie sie die Herausforderungen meistert, auch dass sie irgendwann natürlich dann einen Drachen bindet. Und das ist auf jeden Fall so die sehr, sehr spannende Geschichte im ersten Band, wie sie zur Drachenreiterin wird und wie sie mit ihrem Drachen dann immer mehr harmonisiert. Und zum Schluss gibt es einen richtig, richtig fiesen Cliffhanger, weswegen ich dieses Buch hier direkt in die Hand nehmen musste und mir weiter die Geschichte durchlesen musste. Den Cliffhanger, den haben wir gut überstanden. Ich muss euch leider sagen, das zweite Buch endet auch mit einem unfassbar krassen Cliffhanger und ich bin schon wieder völlig fertig. Wie soll man denn jetzt schon wieder so lange warten, bis man weiß, wie es weitergeht? Irre einfach nur. Also ich muss ehrlich sagen, diese Welt, die Rebecca Yarros da erschaffen hat, die gefällt mir ultra gut. Ich mag diese Drachen sehr gerne. Die sind auch teilweise einfach sehr pumpig, und sind sich einfach bewusst, dass sie halt die besseren Wesen sind, die älteren Wesen, die mächtigeren Wesen und die lassen das auch raushängen. Ich finde es einfach sehr, sehr geil, wie die teilweise auch so mit so einer Arroganz versehen sind, die einfach dann so jedem Dialog so raustrieft. Also ich finde, Rebecca Yarros kann das sehr gut schreiben, dass man sehr genau weiß, wie ticken jetzt die Drachen, wie ticken vielleicht andere Wesen, wie ticken auch die Menschen, denen Violet begegnet. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und es gefällt mir nach wie vor, diese Geschichte, die sich da entspinnt, die ist episch, die ist richtig krass, die ist auch vielschichtig. Das gefällt mir richtig gut. Was ich allerdings sagen muss, was auch schon im ersten Band so war und im zweiten weiterging, ist, dass mir diese Beziehung zwischen Violet
und Xayden so ein bisschen auf den Keks geht. Also das war im ersten Band ja auch schon so, dass ich das teilweise sehr drüber fand. Im zweiten Band finde ich es auch so, dass mich das teilweise gestört hat beim Lesen. In meinen Augen gibt es hier viele, viele Seiten, die wir hätten sparen können, wenn quasi einige Herausforderungen, die die beiden haben, ein bisschen eher besprochen worden wären. Also da ist in meinen Augen ein bisschen viel ausgeschlachtet worden, was sich um die beiden dreht. Das hätte man kürzer machen können, das hätte ich nicht gebraucht. Das hat mich so ein bisschen tatsächlich genervt. Aber ich kann da drüber weggucken, weil die Geschichte drumherum einfach so gut ist. Und deswegen gibt es auch für dieses Buch immer noch 4 Sterne, weil das einfach wirklich nur ein kleines Manko an dieser Sache ist. Die restliche Geschichte ist so krass, da kann man einfach nicht drüber hinwegsehen. Und auch den dritten Band werde ich sehr schnell, sehr gerne lesen, wenn er denn erscheint. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung für euch. Nach wie vor würde ich diese Reihe jedem weiterempfehlen. So Leute, das war mein Januar. Es waren 4 Bücher, ein riesiger Klopper dabei allerdings auch. Deswegen bin ich froh, dass es überhaupt 4 Bücher geworden sind. Das sind eine ganz schöne Menge Seiten für mich gewesen. Aber es war ein guter Januar. Ich hatte gar keinen Flop dabei. Alle Bücher waren gut, haben mich gut unterhalten. Es hat Spaß gemacht, das zu lesen. Und definitiv hat mich das auch bereit gemacht für den Februar. Ich habe direkt von meiner 24 für 2024 Liste 2 Bücher weggelesen. Richtig, richtig gut. Tatsächlich ja eigentlich sogar 3, weil auch dieses Buch da drauf stand und ich ja dann quasi auf alles geschissen habe, auf Deutsch gesagt. Das war auf jeden Fall ein super Start in das Jahr und ich hoffe, dass für euch jetzt auch ein paar interessante Einblicke dabei waren. Lasst mich doch gerne mal wissen, was ihr im Januar gelesen habt. Habt ihr ähnliche Bücher gelesen? Habt ihr was ganz anderes gelesen? Lasst uns gerne mal drüber sprechen. Ich freue mich sehr. Falls ihr mögt, abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, oder lasst mal ein Däumchen nach oben da, freue ich mich auch sehr drüber. Und ansonsten habe ich hier noch 2 weitere Videos für euch. Ich hoffe, wir sehen uns direkt beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch nur das Allerbeste. Tschüss!